Hallo, grüß euch. Ich darf euch heute sagen, wie man sich bei der Ford Pass App registriert, wo man sie registriert, wie man die App mit dem Fahrzeug verbindet und was die Nutzen der App sind. Wir gehen auf die Ford.at-Seite und das Service und legen einen Account an. Wenn man noch keinen Account hat, sollte man sich hier registrieren. In dem Fall haben wir schon einen Account erstellt und gehen da auf Anmelden. Dann können wir hier schon einsehen die Bedienungsanleitung, die Inspektion und Wartung des Fahrzeuges, Infos zur Neuwagengarantie, zur Software und zu den Updates. Der nächste Punkt ist, dass wir das Fahrzeug hinzufügen. Dazu braucht man eigentlich nur die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges. Die findet man entweder direkt am Fahrzeug oder im Zulassungsschein. Die App kann ich mir kostenfrei runterladen und brauche mich nicht genauso wie am PC mit meinen Nutzerdaten anmelden. Der nächste Punkt ist, dass wir die App jetzt mit dem Fahrzeug verbinden. Wenn das Fahrzeug in der App registriert ist und wir starten das Fahrzeug, poppt automatisch die Ford Pass Verbindungsbestätigung auf. Und jetzt, wo wir das alles geschafft haben, zeige ich euch noch, was man mit der App alles machen kann. Wenn ich den Schlüssel gerade nicht bei mir habe und ich trotzdem ins Auto rein möchte, kann ich es mit der Handy-App auf- und zusperren. Was recht praktisch ist an der App, ist auch, ich kann alle Zustände des Fahrzeugs mir anschauen. Ich kann schauen, ist genug Tank drin, was ist der aktuelle Kilometerstand, passt der Reifendruck, passt der Ölstand. Ein weiterer Vorteil der App ist, sollte man mal in einer fremden Stadt sein und sein Auto geparkt haben und nicht mehr wissen, wo steht, kann ich es über die Handy-App orten. Und nicht vergessen, tragt euch einen Ford-Händler des Vertrauens ein, am besten die Firma Ford Danner, weil so könnt man euch am schnellsten helfen, sollten irgendwelche Probleme auftauchen.